Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu hier auf meinem Kanal. Ihr seht, ich bin in Azuria City angekommen, in einem Gebäude. Warum ihr das nicht gesehen habt, ist einfach erklärt. Ich bin aus der Azuria, aus dem Mondberg rausgekommen, Richtung Azuria City gerannt. Erste, was ich gemacht habe, ist in dieses Haus rein. Ich habe mir kostenlos wieder Samen abgeholt und dann ist der Computer abgeschmiert. Ich verstehe nicht, warum der Computer ein Problem mit OBS hat. Wie bereits eingangs erwähnt, also eingangs des Let's Plays erwähnt, ich habe einen ziemlich starken Rechner, also wirklich einen leistungsstarken Rechner. Ich habe auch ein vernünftiges Netzteil eingebaut. Ist ein 650 Watt Netzteil und daran kann es ja eigentlich nicht liegen, an Stromversorgung, Grafikkarte, RAM oder sonst was. Wie dem auch sei, ihr habt es leider verpasst und es sind vielleicht 5 Minuten gewesen, aber ab jetzt geht's weiter. So, wo gehen wir als erstes hin? Na, möchte ich nicht. Boah, riesen Elektroball. Pokébälle kaufen, würde ich sagen, oder? Ich kann schon Superbälle kaufen. Warum denn nicht, ne? Ja, 2 Premierbälle. Ich würde aber gerne was verkaufen, werter Herr. Ja. Und zwar Nugget. Yep. Und eine Riesenperle. Genau, da möchte ich noch eine Perle verkaufen. Und Sternenstaub. Das müsste dann eigentlich fürs erste Mal reichen. So. Ja. Ach nein, will ich hier verkaufen. Komm schon! Mach das richtig jetzt! Okay, ich kann noch keinen Lockduft oder Lockparfum kaufen. Dann bleibt es bei 30 Superbällen. Das reicht, denke ich, oder? Ja. Der Nuggetbrücke müsste ich ja noch ein Nugget bekommen. Das alles so beibehalten ist. Schon hart, wie lange die Switch braucht, um hier die Übergänge zu laden. Aber für ein On-Chip-System ist das gar nicht mal schlecht. Ich mache mir jetzt die Azuria City Musik. Kleine Pokémon Center schauen wir auch vorbei. Oh, dein Pikachu sieht äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu erlernen, die ich geschaffen habe. Möchtest du, dass ich ihm mit einer fantastischen Attacke beibringe? Ja, Blitzturbo, oder? Ja, Heuler weg. Ah, oh, Radfahrt tauschen. Klar. Ich wusste, dass es hier irgendein Pokémon zum Tauschen gab. Ich wusste nur nicht mehr welches. Ja, Lola Radfahrt. Sieht irgendwie sehr windschnittig aus.
hier noch was? Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich etwas über Orden erzähle? Nein, danke. Wow. Sonderbonbon. Hoppala, war die Stimme weg. Ein Visa-Knopf könnte man. Ich mag meinen Visa-Knopf. Ah! Das Pokémon hat muss mich beruhigen. Genau, deswegen kämpfst du jetzt mit mir. Ist klar, Junge. Immer noch ein Taubsi. Ja, jetzt Turbo. Geht es? Das ist sehr effektiv. Ein Volltreffer. Wenn Mirapla einsetzt, setze ich Blumanda ein. Oh, ich freue mich schon auf meinen Mirapla. Müsste aber noch Gegengift irgendwo im Beutel haben. Das heißt, ich muss nicht unbedingt so zum Pokémon Center. Hoffentlich. Das ist aber schon ziemlich gemein. Los, los! Wieder Bildruckler. Woher kommt das? Ich verstehe es nicht. Ich finde doch im Internet, im Internet nichts dazu. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Gehen wir nochmal auf Pikachu zurück. Mega, mega! Richtig stark die Attacke. Puh, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Oh Mann, also wirklich, tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr komischer, ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich hab mir gedacht, ich schau mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin. Und jetzt halte ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Und wenn ich schon daran denke, läuft mir jetzt gerade den Rücken runter. Halte ich am besten von seinem Haus fern, Mark. Zumindest werde ich einen großen Bogen drum machen. Wow. Ja, dann gib mir das doch. Okay, dann halt nicht. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen super tollen Preis. Aber das musst du erstmal schaffen. Und ich habe vergessen, Gegengift einzusetzen. Leonardo. Ja,
mach einfach mal Blitzturbo. Käfersammler Leonardo wurde besiegt. Und Nummer 2. Jetzt wird's ernst. Guck mal, die einsetzt. Laura. Den Namen schon höre, wird mir schlecht. Nichts gegen Lauras, aber ich habe sehr schlechte Erfahrung mit Lauras gemacht. ich denke mal, Donnerstag wird reichen, oder? Wollen wir jetzt sehen. 9 Level drüber? Ja, reicht. Wow. Ah, noch ein Glumanda, ja. Noch ein Level, dann hat mein Glumanda eine Entwicklung vor sich. Ich bin Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Oh Gott. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Frieda. Okay, deswegen redet er so. Kann nicht mehr. Tja, mit deinem Namen. Ich bin Nummer 4. Na, wirst du so langsam müde? Nein. Ihr seid halt keine Herausforderung. Elena fordert dich heraus. Elena ist ein Name, mit dem kann ich reden. Wir müssen mal Namensbewertung spielen. Elena ist eine 3 vom Namen her. Das Schöne ist, hier in dem hohen Gras links neben mir, wenn der Ladebildschirm vorbei ist, hier links gibt es Entons. Und da oben scheinbar ein kostenloses Blumen. Ja. Stimmt. Matteo. Oh, cool, Vulcano. Ich mag Vulcano und Akani sehr gerne. Aber wer mag die nicht, die beiden? Die sind halt einfach super. Ich hätte mir halt wie auch bei Vulpix und Vulnona hätte ich mir halt auch so eine andere Form in der Alola-Region gewünscht. Von Vulcano und Akani. Das wäre doch echt genial. So. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier der großartige Preis für dich. Hier ist ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Übrigens, und das bleibt unter uns, möchtest du nicht bei Team Rocket beitreten? Nein. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt! Seltsam, du siehst aus, als würdest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, da muss ich wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ah, das ist ein Zubat. Okay.
Mogon. Nee, hat ja nichts anderes. Einwechseln könnte. Kriegt der halt nochmal hier so ein Blitzturbo auf den Sack und dann war's das auch schon. Normalerweise. Jo. Boah, was für ein Schaden die Attacke macht. Das ist richtig brutal. Ah, du bist wirklich gut. Mal kurz einen Sicherheitsspeichern. Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. Ey, ich würde bei Team Rocket nur mitmachen, wenn ich der Boss wäre. Oh Mann. So, jetzt müssen wir hier die noch besiegen, damit wir ihn hier in Ruhe farmen können. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier ab 10er, also ab einer 10er-Kette Shigi. Kämpfer Kuno. Mein Ziel ist es schon, halt alle drei Starter-Pokémon auf ihrer letzten Entwicklungsstufe im Team zu haben. Topsi-Reich Level 18. Einmal hin. Und zwei Superbälle gab es oben drauf. Na ne, Topsi entwickelt sich. Ich finde übrigens, Tauboga sieht besser aus als Tauboss. Tauboss sieht zu sehr aufgeplustert aus. Trotzdem geil. So. Wieso tauchen eigentlich keine wilden Pokémon auf? Kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fähigen Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Du hast also bisher 62 Pokémon gefangen? Boah, wie cool! Ich will, dass du dich ab jetzt um meinen Glumanda kümmerst. Einverstanden? Klar. Also dann, ich verlasse mich auf dich. Kein Problem. Armes Glumanda, ey. So, tauchen jetzt wilde Pokémon auf. Irgendwie nicht. Anton! Anton ist toll. Greenhorn. Ach komm. Mach mich nicht schwach, Kumpel. Ja, sehr cool. Ich mag Anton. Ich mag Entoron halt. Aber ich kann nicht mit drei Wasser-Pokémon im Team rumlaufen. Nämlich Garados, später Turtok und dann noch ein Entoron. Boah, jetzt taucht Mirapla hier auf. Komm her. Ich will Eton. Machen wir eine 10er-Serie, oder? Ja, Mann, zweites Anton. Pikachu Level 20, kann man machen.
Spezialverteidigungskapsel. Und das dritte Enton. Da geht jetzt schneller als die Mankeys, habe ich das Gefühl. Oh. Geht's voran. Blutzug interessiert uns nicht. Deswegen immer kurz das Gebiet verlassen. Und? Nein, nicht du Taubsee. Hey, Enton, komm! Dann setzen wir einfach mal einen Lockkopf ein. Habe ich leider auch nur noch eins von. Irgendwann kann man das doch kaufen. Ich weiß halt nur noch nicht, mehr zum wann. Und ich weiß noch nicht, ob das aber auf Schritte zählt oder Zeit. Da ist ein Enton. Dachte ich. In den Originalversionen damals, also Rot, Blau, Grün und Gelb, gab es noch gar keine Shiny-Pokémon. Was ich cool finde, hier gibt es Shiny-Pokémon. Sollte logisch sein, die Evolution der Pokémon-Spiele runtergebrochen auf ein D-Master. Ich finde das mega cool. Mein erstes Shiny-Pokémon war übrigens ein männliches Nidoran. In Pokémon Silber müsste das gewesen. Ja, Pokémon Silber war das. Und ich hatte damals gedacht, irgendwas ist da im Spiel kaputt, weil ich das mal nicht gehört habe. Das habe ich sogar noch, glaube ich, vor dem Shiny Gyarados gehabt. Wenn mich nicht alles täuscht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das sind nun auch schon Äonen von Jahren her. Ich glaube, in Rubin, oder war es Saphir? Ich meine, es wäre Rubin gewesen. Da habe ich sogar ein Shiny Starter-Pokémon gehabt. Also, oh cool. Und das ohne dieses ganze Soft-Resetten. Was man ja so gerne mal macht. Also ich nicht, aber es gibt genug Leute, die es machen. Und schon haben wir ein Glutexo. Ja, den braucht man nicht lesen, den Eintrag. Nur noch 5 Entons. Dann könnte es durchaus sein, dass es hier bald ein Shigi gibt. Oh. Ja gut, das bei 5 wirkt nicht mehr. Das ist natürlich sehr dumm. Boah, nee. Weg, Blutzug. Enton! Wow.
Mann, wo wirfst du denn hin, du Scheiß? Dieser blöde Controller, er regt mich einfach auf. Ich mag meine Joy-Cons, ja, ich mag sie alle. Aber, boah, diese... Und es liegt garantiert an mir und nicht an den Joy-Cons. Ihr habt es fast geschafft, Leute. Da ist ein Endon. Yay, großartig. Noch drei. Es ist schon sehr zäh. Ich denke mal auch, ich werde nach den Entons die Folge auch beenden und dann in der nächsten Folge zu Bill gehen und dann eventuell in die Arena vordringen. Das ist ziemlich schwer so für mich als Anfänger die ganze Zeit über irgendein Thema reden zu können. Also, das schaffe ich einfach nicht. Das unterscheidet mich dann auch von den großen YouTubern, die euch wirklich ein Ohr abkauen können. Auch mit Inhalt tatsächlich. Ich gebe da mein Bestes, aber wie gesagt, gut bin ich da nicht drin. Auch riesengroßen Respekt vor so Leuten wie Gronkh, Kim Pietzmeet, Dena bzw. Felix von der Laden. Das sind alles so Leute, wo ich denke, Leute, verdient. Ich selbst bin ja großer Pietzmeet-Fan, vor allem von Jay. Ich mag ihn einfach seine Salzigkeit, seine Salzhaftigkeit. Er ist da in der Hinsicht genauso wie ich, nur dass ich natürlich mehr Haare auf dem Kopf habe und viel, viel hübscher bin. Nicht so gut. Aber den Jay habe ich eigentlich am liebsten. Immer sehr gerne die TTTs geguckt oder ja, Trials Fusion gucke ich sehr gerne bei denen. Was ich nicht mag, wenn sie hier diese Battleground-Spiele spielen, also nennt man das diese Shooter, Battle Royale Shooter, da bin ich gar nicht so der Fan von. Ich verstehe den Reiz daran auch nicht. Lustig ist also tatsächlich, dass ich den PC hier zusammengestellt habe, weil ich mir dachte, ey, ich will unbedingt PUBG spielen. Und dann habe ich natürlich lange Zeit auf dem PC gespart, also ein halbes Jahr habe ich auf diesem PC gespart. Das war zur Grafikkarten-Wucherpreisezeit. Und ja, ich habe lange drauf gespart und dann habe ich die Lust verloren an dieser Art von Spiele. Fortnite hat mich nie interessiert. Ich finde den
den Look finde ich ziemlich süß, ziemlich nett, auch ansprechend. Aber ansonsten dieses Bauen, keine Ahnung, es ist nicht meins. Ich bin auch kein Minecraft-Fan oder... Wow. Dragon Quest Builders, Terraria, bin ich kein Fan von. Werdet ihr auf meinem Kanal auch nie sehen. Boah, Portal Knights. Komm schon, müsst doch jetzt ein Shiggy irgendwann mal auftauchen. Nö, nee, aber Mirabla, herzlichen Glückwunsch. Ich habe 10 Entons gefangen. Gib mir meine Belohnung. Nicht das Topsy. Ich bin ja schon überlegen. Ich weiß, ich bin noch am Anfang des Let's Plays hier. Aber ich bin schon überlegen, was ich danach machen soll. Ich habe ja Bock auf Starlink. Ich habe mir extra Starlink im Angebot geholt. Mit ein paar dazugehörigen Raumschiffen. Und ich habe sowohl die PS4 als auch die Nintendo Switch Version. Und ich denke, ich werde die Nintendo Switch Version spielen. Aus dem einfachen Grund, Star Fox. Ich denke, so ein kleines Extra ist interessanter. Auch wenn die Grafik auf PlayStation 4 nochmal ein deutliches Stück aussagekräftiger ist. Komm, das Enton holen wir uns noch. Wenn ich jetzt im nächsten Grasbett, warum habe ich geworfen? Wenn ich jetzt im nächsten Grasbett oben kein Chigi sehe, dann geht's halt einfach weiter. Ich will mich hier auch nicht zu lange aufhalten. Solche langweiligen Folgen, in Anführungszeichen, gibt es halt auch nicht mehr. Nicht allzu viele, aber Erfahrungspunkte kommen ja nicht von ungefähr. Klasse, Anton wurde gefangen. Erfahrungspunkte sind auch ganz ordentlich. So, runter. Da ist es. Wie wäre... Ich hasse das. Was ist denn los? Warum klappt das einmal? Boah, das macht mich aggressiv. Komm schon. Komm, ich bleib aber auch in deinem Pokéball. Ach Gott sei Dank. Ja, packen wir jetzt aus dem Team raus. Ich glaube, Tauburger. So ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da. Schreibt Kritik und Anregungen in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.